weit über den eigenen Körper zu recken. Alle! So, jetzt strecken wir die Hände weit vor den eigenen Körper, nicht vor den Körper der Vorderfrauen, meine Herren. Bitte können Sie die Hände mit einer größeren Geschwindigkeit zusammen. Und genau das nennt man Klatschen. So, jetzt muss ich als angehender Physikstudent doch etwas abschweifen. Und ich habe mir einmal die Mühe gemacht, die Physik des Jonglierens ein wenig näher zu betrachten. Jetzt beim Ball ist es relativ einfach, der hat einen einfachen Flugvektor, wobei es natürlich Wurfstärke zu berechnen gilt und halt mal verteilen. Beim Diabolo hingegen ist es etwas komplizierter. Diesen vertikalen Faktor maximieren, da muss ich, physikalisch gesprochen versteht sich, ganz einfach das tun, dass ich die Hälfte der Schnurlänge gleichsetze mit dem Rotationsradius. Ich kann es auch verstanden. Ich zeige es euch, das sieht noch so aus. Das sieht immer noch so. Es ist aber eine wunderschöne Bewegung, aber diese Bewegung lässt sich stoppen. Und zwar durch ein kurzer Stoppkontakt oder eine zweimalige Gegenbewegung eingeleitet, woran dann ein horizontaler Impuls durch das Zentrum der Ruder in die Schnur eingeleitet wird, woran sich wieder verstehen kann, dass Diablo aus der Schnur befreit. Es gilt natürlich zu beachten, dass das Rotationszentrum des Diablos konstant seine Rotationsachse bleibt. Wobei man natürlich sagen muss, dass das Rotationszentrum eines losgelassenen Stockes mitnichten konstant ist, sondern immer wieder neu berechnet werden muss. Wobei auch hier anzufügen ist, dass sich dieses Zentrum sowohl vor als auch neben dem Arm des Ausführenden befinden kann. Alles ganz genau nach. Ich weiß gar nicht, was der hat. Da kann er gar nicht, das ist doch gar kein echtes Feuer, Mensch. Also was will der noch? Ha! Also an der Hand- und Körperhaltung üben wir noch ein bisschen. Meine Damen und Herren, meine Herren, ich hätte jeden von euch nehmen können. Bitte entlasst ihr mit einem tosenden Applaus.